jetzt Anfang der Rückrunde beziehungsweise im neuen Jahr, wo dann auch die ersten Spiele wieder gewonnen wurden, jetzt hat man so viel Vorsprung, das muss klappen. Im Februar, wir fahren nach Saarbrücke in der Ludwigspark, spielen gegen FCS, ein Ligaspiel. Und was macht das Dorf gegen der FCS? 4-0 gewonnen. Das macht uns schon stolz. Wenn man nicht aufsteigt, das ist schon eine geile Zeit. Ne? Also ich meine, ganz nett, dann schwitzt über ein kleines Dorf hier, wie was es ist. Ne? 6.000 Einwohner, macht so ein, ja, keiner halb. Das ist ein Mussstuf immer ins Stadion. Die ganze Zeit konnte ich immer so 10 Minuten früher ins Stadion gehen. Also 10 vor 2 ins Stadion, habe ich immer noch der Platz geht. Jetzt muss ich anderthalb Stunden früher ins Stadion gehen, dass ich noch den Platz gehe, wo ich schon seit Jahren stehe. Ne? Dresden steht eigentlich auf dem Relegationsplatz hinter uns. Also wir haben jetzt Wiesbaden weggesehen. Die stehen auf dem Relegationsplatz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie uns überholen. Ne? Da müssen wir ab jetzt gar nichts mehr gewinnen und die ab jetzt alles. Das gibt es ja nicht mal im Horrorfilm. Eigentlich war die ganze Saison ein Highlight, wenn man sieht, dass sie aus der dritten Liga oder gerade erst aus der Regionalliga in die dritte Liga aufgestanden sind. Hat man eigentlich damit gerechnet, okay, es wird eine schwierige Saison mit einem Klassenerhalt und dann dieser fulminante Start mit dem Pokalsieg gegen Leverkusen. Ich denke, das war schon ein Highlight. Dann in der Vorrunde die Serie hingelegt mit 17 Punkten Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz. Ja, und dann gegen Ende ist dann doch wieder knapp geworden, aber der Punkt dann gegen Wiesbaden zu Hause und der damit verbundene Aufstieg, das waren dann, würde ich sagen, die Highlights. Nachdem Elversberg sich den garantierten Aufstieg im letzten Heimspiel sicherte, konnten sie auch dank eines Sieges im letzten Saisonspiel die Meisterschaft feiern. Ein unbeschreibliches Gefühl, weil man kann das ja gar nicht so beschreiben. Du bist im Profibereich dann und spielst gegen Vereine wie der Hamburger SV, Kaiserslautern, das sind alles Vereine, die kennt man aus dem Fernsehen. Und jetzt bist du nah dabei, unten auf dem Platz und siehst dann die ganzen Spieler live. Mit unserem Verein, wo wir in der Jugend und aktiv gespielt haben, das ist ein Traum. Ein Traum, für den wir leben und jeden Tag hier den Rasen machen und ums Trainingsgelände halt, ne? Und die Mannschaft unterstützen. Zu guter Letzt besiegte Elversberg dann auch noch Saarbrücken im Saarland-Pokalfinale und beendete die historische Saison in Style. Das ist ein absoluter Wahnsinn, zweite Liga gegen die ganz große Mannschaft zu spielen. Und was bedeutet das für Elversberg? Also ein kleines Dorf spielt zweite Liga mitten im Saarland. Das Saarland ist echt nach zweiter Liga seit so vielen Jahren. Stolz ohne Ende für Spießen Elversberg oder für Fans, die von außerhalb zu uns kommen, ganz klar. Für die Mannschaft, Verein und für Saarland wäre es gut. Was man jetzt schon merke, der Zuschauer, Strom, der hat, also der sind immer mehr fremde Autos, die hier bei uns parken. Von Merzig bis Kusel stehen jetzt hier Autos in Elversberg. Also ich will gar nicht wissen, was passiert. Schalke waren jetzt mit 15.000 Zuschauern in Hoffenheim. Also ich will nicht wissen, was passiert, wenn die hier einmarschieren. Ne? So wie es jetzt ist, kann es in der zweiten Liga nicht bleiben. Die Infrastruktur ist halt noch nicht so, wie man es braucht. Es ist eine Herausforderung, ich sage kein Problem. Die Infrastruktur ist eine Herausforderung. Ich habe es jetzt auch schon mehrfach erwähnt. Wir führen auch Gespräche mit den Ministerien. Aber auch das werden wir lösen können. Wir müssen hier auch eine langfristige Strategie fahren und eine kurzfristige, je nachdem, wie sich der Verein jetzt weiterentwickelt, dass wir jetzt sagen, okay, am Anfang wird das alles noch sehr provisorisch sein, was die Infrastruktur betrifft, aber dass wir uns jetzt schon auf den Weg machen und sagen, wie können wir die Verkehrsströme besser handeln, wie kann man die Parkplatzsituation besser handeln und dergleichen. Und der Verein selbst hat ja auch noch einiges vor sich, was das Stadion anbelangt. Auch das wird in verschiedenen Ausbaustufen jetzt zweitligatauglich gemacht. Wie gesagt, der Erfolg kam kurzfristig und schnell. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir die Infrastruktur darauf anpassen, aber ich denke, das wird kein Problem sein.
die witzeln halt alle, ne? Wer ist Elversberg, wo liegt Elversberg, ne? Liegt das noch in Deutschland oder ist das schon in Frankreich und so, ne? Also das ist schon so, nächstes Jahr werden wir wohl viel Häme abbekommen, aber entscheidend ist auf dem Platz. Es wird schon ein mulmiges Gefühl, vor so einer Kulisse dann und so ein Anfeuern zu erleben, kennst du ja nur aus dem Fernsehen. Ne? Bundesliga, so große Vereine wie Schalke oder HSV hast du noch nie so im Dorf gehabt. Ne? Das ist halt das Tolle daran. Es ist alles so schnell passiert, also der Aufstieg in die dritte Liga und dann der Aufstieg in die zweite Liga. Was das jetzt ansonsten für Vorteile hat für die Gemeinde Spießen-Elversberg, wird sich noch zeigen. Wir hoffen ja alle, dass sich der Verein in der zweiten Liga etabliert. Und dann kann hier in Spießen-Elversberg auch was entstehen. Ja, ich denke und hoffe, dass es nicht nur ein Jahr zweite Liga ist, dass es dann doch schon etwas länger geht. Und bis das Dorf Champions League mal spielt, das dauert noch etwas. Aber wenn wir jetzt zweimal im DFB-Pokal gewinnen, sind wir auch schon wieder ein Stück weiter. Und im DFB-Pokal mitmachen und auch gewinnen, bedeutet auch wieder Geld für unseren Verein. Und es ist klar, so gut wie diese Mannschaft ist, eigentlich spiele ich mir mit der Regionalliga-Mannschaft von letztes Jahr kaum Änderungen, spiele ich mir in der dritten Liga ganz vorne. Erster. Aber mit der Mannschaft in die zweite Liga ist natürlich nicht möglich. Da muss natürlich ein Umbruch kommen. Unser Sportvorstand, der Ole Burg, der ist jetzt schon am Arbeiten. Wenn ich jetzt über Träume rede, bekomme ich Gänsehaut. Also Traum wäre für mich schon, wenn wir die Klasse halten. Na, das ist was Tolles. Dann denke ich, da kann man drauf aufbauen. Punktuell die Mannschaft verstärken. Das Umfeld wächst mit, wir wachsen mit. Ja, das ist schon was, wo ich mich mit zufrieden geben werde. Ja, ich hoffe mir, dass Elversberg sich in der zweiten Liga etablieren kann und dass das möglich ist, hat man ja auch gesehen bei den Relegationsspielen Wien gegen Bielefeld, also dass ein Drittligist, der im oberen Tabellendrittel steht, durchaus auch mit einem Zweitligisten mithalten kann, hat man ja gesehen. Und ich hoffe mir schon, dass Elversberg in der zweiten Liga sich etabliert und sich dann hier in Elversberg, Spießen-Elversberg, im Landkreis Neunkirchen und auch im Saarland was entwickeln kann. Thank you.